Die Muscheln tauchten vor ungefähr 541 Millionen Jahren während der kambrischen Explosion auf, als sich viele neuartige Tiergruppen entwickelten. Aviculopecten lebten aber viel später, im Devon. Lepidodendron. Ein junger Lepidodendron sah wie eine Flaschenbürste aus. Ein Büschel schmaler Blätter saß an der Spitze des Stammes. Während der Baum wuchs, fielen die unteren Blätter ab und hinterließen tropfenförmige Narben am Stamm. Wegen dieses Musters der Blattnarben nennt man Lepidodendron auch Schuppenbaum. Dieser Baum war eine der ersten großen Landpflanzen. Er konnte 50 Meter hoch werden und stabilisierte sich mit ungewöhnlichen, wurzelähnlichen Ausläufern an der Basis. Die Bäume bildeten dichte Wälder, die riesige Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnahmen. Kohlendioxid führt zur Erwärmung der Erde. Also bewirkte sein Abbau vermutlich eine Abkühlung und schließlich die Eiszeit am Ende des Karbons. Atropleura. Dieser entfernte Verwandte der 100- und 1000-Füßer war ein wirklich gigantisches Krabbeltier. Er konnte 2,5 Meter lang werden, also deutlich länger als ein Gepard. Man vermutet, dass er so groß werden konnte, weil die Atmosphäre zu seiner Zeit mehr Sauerstoff enthielt als heute. Das Tier war vor etwa 300 Millionen Jahren in Sumpfwäldern unterwegs, in denen es viel Pflanzennahrung gab. Atropleura war einer der ersten großen Pflanzenfresser an Land.